Jetzt. Chapter 11. Lux. Die haben die Bilder geändert. Voll schön. Mann, das war ja vielleicht steil. Ich bin richtig überrascht, dass du so weit gekommen bist. Ehrlich gesagt hätte ich gedacht, du rutschst aus und fällst in den Tod. Oder es gibt eine Gerölllawine. Oder eins von diesen grässlichen fliegenden Dingern greift uns an. Ich bin wirklich froh, dass ich Flügel habe. Da geht's tief runter. Wenn du da ausrutschst und fällst. Danke, Krähe. Nicht nötig, dass du weiterredest. Ich helfe doch gerne. Dafür bin ich ja da. Wirklich angenehm. Sehr schön. Tolle Aussicht von hier oben. Sag mal, meinst du, du könntest bald von meinem Kopf runter? Du kratzt so. Du willst mich vom Kopf haben? Ich dachte, du wolltest. Wow, das sieht mega cool aus. Hey, das sieht doch nach was aus. Das ist ja irre. Eine ganze Stadt hoch in den Wolken. Warst du denn nicht auf der Suche nach sowas? Doch schon, aber jetzt, wo ich es mit eigenen Augen sehe? Ihr Menschen seid komisch. Ich spüre Abnaxus auf. Jo, wie soll ich ihn sehen? Okay, wir gehen jetzt einfach irgendwie pauschal irgendeinen Weg lang. Mehr als. Falsch sein kann es ja nicht. Aber guck mal. Boah, das sieht mega schön aus. Das scheinen Oola-Nester zu sein. Einer von den Oola. Ich kenne sie aus meinen Visionen. Keine Ahnung. Jemand da drin? Hä? Die sind offen. Aber da ist niemand drinne. Okay. Das Krähe. Wollen wir rübergehen? Obwohl, da oben war ja einer. Vielleicht. Okay, wir sind. Wir gucken mal, dass wir auf dem Berg vielleicht. Vielleicht können wir ja mit ihm reden. Wow, sieht voll schön aus auf jeden Fall. Da ist einer. Hey, einer von denen ist draußen. Vielleicht kann er mir ja bei der Suche nach Abnaxus helfen. Er scheint Angst zu haben. Wir bleiben einfach langsam. Hallo. Hab keine Angst. Ich komme in Frieden. Ich bin Zoe. Ich bin eine Freundin. Wenn man etwas Nettes über das Zuhause von jemandem sagt, bringt man oft ein Gespräch in Gang. Ich denke mal, es wird auf seinen Namen reagieren. Oder, naja, den Namen seiner Art. So ähnlich wie, wenn jemand mich Mensch nennt. Abnaxus heißt sicher in jeder Sprache gleich. Ich bin auf der Suche nach Abnaxus. Kennst du Abnaxus? Okay, das ist nicht so einfach. Die Finken. Vielleicht versteht er ja nichts von dem, was ich sage. Aber wenn Abnaxus genauso mit denen spricht wie mit mir, dann. Vielleicht hat er mich nicht gehört. Die Finger waren charakteristisch. Vielleicht erkennt er die Finger. Was ist mit seinem Stock? Der Stock ist doch sprachübergreifend. Den Stock werden sie ja wohl kennen. Ich glaube nicht, dass Oola wissen, was Monokel sind. Aber vielleicht hilft es, wenn ich Abnaxus beschreibe. Die Finger. Vielleicht versteht er ja nichts von dem, was ich sage. Aber wenn. Die Finger waren charakteristisch. Und er hat seltsam lange Finger. Würde wahrscheinlich einen tollen Pianisten abgeben. Abnaxus spricht komisch. So wie, du wirst, hast, musst, hast mich getroffen in einer Zeit, die war, ist, sein wird und so weiter. Ich weiß nicht, ob du mich verstehst. Ich meine, Sprachen funktionieren hier drüben anders. Ich verstehe manche Leute, aber nicht alle. So wird das nichts. Vielleicht hilft es, wenn ich Abnaxus beschreibe. Okay, wir können nur probieren. Abnaxus hat einen sehr
untersetzten Körper mit einem riesigen Kopf. Weißt du, was Kopf heißt? Das hier. Mit einem dicken, großen Kopf. Ich glaube nicht, dass Oola wissen, was Monokel sind. Er trägt ein rundes Stück Glas in einem Auge. So. Einen Ring. Vor seinem Auge, wie ein altmodischer Millionär. Okay, was ist gar nicht mit seinem einfach. Stock? Abnaxus läuft mit einem Stock herum, auf den er sich stützt. Genau so. Ja. Du kennst ihn. Wo ist Abnaxus? Da oben? Das ist aber hoch. Ich weiß nicht, ob ich da... Hey, wo willst du hin? Komm zurück. Ach, scheiße. Okay, die Ola sind sehr ängstlich. Das ist gut zu wissen. Nein, eigentlich ist es nicht gut zu wissen. Eigentlich ist es blöd. Aber wir sind schon mal einen Schritt weiter und wir müssen wissen jetzt, wo wir hin müssen. Wir haben es geschafft. Da sind sie, die Purpurberge. Die Ola. Also... Genau. Und was jetzt? Ich habe keine Ahnung. Wir schauen uns um. Wir versuchen, Abnaxus und Lux zu finden. Klingt wie ein gut durchdachter Plan. Halt den Schnabel. Glaube, sie sind scheu. Oder sie mögen keine Fremden. Naja, feindselig sind sie wenigstens nicht. Jedenfalls noch nicht. Ja, was ist das? Fußweg. Ein gebrochener Fußweg. Das ist aber auch ein Fußweg. Ach, da bist du ja. Wie komme ich... Hey, Pfoten weg! Oh Gott. Träumerin, du bist doch gekommen. Du hast es mir nicht gerade leicht gemacht. Wieso eigentlich? Keine Ahnung. Sagst du mir jetzt einfach, wo ich hin muss und was ich machen soll? Dich durch Träume zu berühren, wird sein, wie wenn ein Blinder in einem wilden Fluss nach einem roten Kiesel sucht. Und wenn es schwer ist, dich zu finden, ist es noch schwerer, mit dir zu reden. Nur Bruchstücke von Worten werden die Reise nach drüben überleben. Manche Dinge werden auch mir nicht bekannt sein und konnten nicht gesagt werden. Wir wissen nicht, wo Lux Herz war. Du wirst es alleine finden müssen. Nur Träumer können es nehmen und... mehr über den Charakter erfahren, wartet. Abnaxus. Als April Ryan zuerst nach Markuria kam, war Abnaxus der Botschafter der Venar im Airede-Konzil und Hüter eines Teils der Steintafel. Wie all Venar sieht Abnaxus alle Zeit auf einmal, doch er wurde als Botschafter gewählt, weil er der Einzige seines Volkes war, der sich auf einen bestimmten Moment konzentrieren konnte. Er konnte deswegen mit Leuten reden, die mit der Zeit schwimmen. Vor 10 Jahren, als die Asadi in Markuria einfielen, ging Abnaxus nach Norden. Er hoffte, sein Volk und seine Familie zu finden. Doch das Schicksal hatte andere Pläne für Abnaxus. Die Armeen der Türen marschierten bereits durch die Länder, jenseits der Grenzberge, und die Venar waren gezwungen zu fliehen. Als Abnaxus die Berge erreichte, fand er den Weg versperrt und sein Volk verschwunden. Seitdem hat Abnaxus viel von seiner Fähigkeit, in der Gegenwart verankert zu bleiben, verloren. Er ist schwach und krank und er sehnt sich nach seinem Volk und seiner verschwundenen Familie. Er klingt überhaupt nicht gut. Mir rätselhafte Träume zu schicken, kommt mir nicht sehr wirkungsvoll vor. Es wäre schön, mehr über die Oola zu wissen. Bist du krank? Ich löste mich auf. Ich werde zu lang zurückgeblieben sein, nachdem mein Volk von einem Reich zum nächsten zieht. Diese Zeit ist Gift.
Sie schwächt mich. Meine Zeit endet bald. Zu spät für Abnaxus weiterzureisen. Aber nicht zu spät für Lux. Nicht zu spät für den Traum. Ich werde zurückgeblieben sein wegen Lux. Wegen dir, damit du den Weg zu Lux gefunden hast. Verglichen mit diesem bedeutsamen Ding war mein Leben von geringer Tragweite. Die Oola verstecken sich vor mir. Sie trauten niemandem. Ganz besonders Menschen werden sie fürchten. Die Oolar lebten hier viele, viele Lebensalter lang. Vor ewigen Zeiten hatten sie eine großartige Stadt. Doch die Oolar und die Jete trennen sich und ihre Städte werden zerfallen. Sie sollen beide Beschützer der Träume sein, auf unterschiedliche Weise. Die Jete waren Grobolde im Untergrund. Die Oolar lebten über den Wolken und gewährten Lux Obdach. Eins dient dem Traum, das andere wird dem Zerträumenden dienen, doch ohne Absicht. Sklaven eines schwarzen Feuers. Grobolde? Das kommt mir bekannt vor. Weshalb sollten diese Jete etwas dienen, das das Ende der Welt herbeiführen will? Das entzog sich meinem Verständnis. Wir werden versucht haben, mehr zu erklären, Träumerin. Aber Lux wartet. Der Sand rann schnell durch das Stundenglas. Könntest du nicht jemand anderen dafür gewinnen, den Seelenstein zurückzubringen? Nur Träumer können sich den Schwestern stellen. Nur Träumer werden sie zum Zuhören bewegen. Nur Träumer konnten Lux Herz zurückholen. Seelenstein. Nur zwei konnten ihn berühren. Es gibt keine anderen Träumer mehr. Nur Zoe, nur Lux. Aber warum nur vage Visionen schicken, anstatt einer klaren Nachricht? Du warst Welten entfernt. Jede Nachricht wäre verstümmelt worden, unzuverlässig. Die Oolar werden mir träumen helfen. Der Vogel war nötig, um dich in diesen Träumen gefunden zu haben. Der Vogel war nötig? Was bedeutet das? Wie konnte Krähe mich finden? Der Vogel ist eine Brücke zwischen Welten und Seelen. Der Vogel ist verbunden mit dem Drachen des Frühlings. Der Vogel war verbunden mit dem träumenden Wesen und dem blutlosen König. Am Ende seines Lebens wird der Vogel verbunden sein mit dem Mädchen, das zwischen den Welten wandelte. Das ist keine Antwort. Das ist das Gegenteil einer Antwort. Das ist schlimmer als gar nichts. Ich meine... Der Vogel ist magisch. Welcher Vogel? Ich habe nicht zugehört. Ein magischer Vogel? Wo denn? Du warst ein seltsames Ding, Gefiederter. So klein und doch so groß, so voller Magie. Logisch, klar. Ich meine... Ehrlich? Magie? Oh ja, das sah man doch. Sagte der Drache des Was ist der Drache des Frühlings? Das Neue, das sich ereignet, wenn Altes stirbt. Die Seele derjenigen, die das Gleichgewicht gerettet hat, wiedergeboren. Derjenigen, die das... April? Sprichst du etwa von April Ryan? Was meinst du mit wiedergeboren? April ist nicht tot? Sie wird tot sein. Sie wurde wiedergeboren. Es gibt jetzt zwei, vereint und doch entzweit. Der Drache des Frühlings. Das Mädchen, das zwischen Welten wandelte. Sterblich und unsterblich. Menschen und Draikin. Sie sind Legende. Sie sind also eins, aber doch zwei?
Es gibt jetzt zwei Aprils, aber gleichzeitig ist sie tot? Ich verstehe es immer noch nicht. Das tat ich auch nicht. Ich werde nur die Worte kennen, nicht ihre Bedeutung. So ist es mit dem, was ich sehe. Ich werde sehen, aber nie alles auf einmal. Einzelne Worte aus einem Buch mit vielen, vielen Seiten. Mann, echt hilfreich. Ich bin eigentlich nicht hier, um mit Abnaxus zu plaudern. Wo ist Lux? Folge mir, Träumerin. Okay, dann folgen wir mal Abnaxus. Boah, jetzt hab ich verschluckt. Die Oular waren immer Beschützer des Traums. Sie sind Kinder des ersten Traums, lange vor diesen Welten, lange vor Menschen und Venar. Sie werden das erste träumende Wesen beschützen, als Lux das Herz gestohlen wurde, der Seelenstein. Sie schützten Lux vor dem Zerträumenden. Sie schützten alles vor dem Zerträumenden. Wie kam es, dass Lux ihr Herz verlor? Der Zauberer wird den Seelenstein nehmen. Er lässt das schwarze Feuer in sich hinein. Er wollte Träume besitzen. Es wird ihn danach verlangt haben, alles umzugestalten. Er war gefährlich und wird es sein. In allen Gegenwarten, vergangenen und künftigen. Und das Zerträumende? Der Zauberer wird einen Handel abschließen und das schwarze Feuer dringt in ihn ein und frisst ihn auf. Der Zauberer ist das Zerträumende. Hey, ich kenne dich aus meiner Vision. Hallo, ich nehme an, er versteht mich nicht. Der Oular hat genug verstanden. Hier schlief Lux einen traumlosen Schlaf. Was soll ich jetzt tun? Du wirst es wissen. Ja klar, den Seelenstein. Dich in mir. Dich hören. Ich höre dich in mir. Du brennst. Ein weißes Feuer. Ich halte das nicht aus. Es ist schmerzhaft. Danke. Du warst als erstes da, ganz am Anfang von allem. Ich? Nein, ich... Wie ist denn das... Wie ist das möglich? Ja, ich habe hier dein Herz. Den Seelenstein. Was meinst du denn? Es ist nicht was... Nox? Du meinst die Jäger? Ich habe die Schwester nicht mitgebracht. Ich wusste nicht... Sie waren in dem Seelenstein und jetzt sind sie hier bei uns. So ist es doch richtig, oder? Licht, Dunkelheit, Traum, Albtraum. Beides zusammen. Deswegen musste ich dorthin mich ihnen stellen, um sie mitzubringen. Und was jetzt? Wie retten wir den Traum? Wie retten wir die Realität? Ich kann das doch nicht tun. Ich bin doch bloß... Ein Mensch. Nur ein Mensch und du bist eine Gottheit. Oder so nah an der Göttlichkeit, wie man sein kann. So etwas kann ich nicht. Das kannst du nicht verlangen. Ich wollte das nicht. Ich wollte normal sein. Ich habe mir keine göttliche Bestimmung gewünscht. Ich wusste bloß nicht, was ich mit meinem Leben anstellen sollte. Was passiert, wenn ich Ja sage? Wer werde ich dann? Und was ist mit mir?
Was wird aus mir? Ich stehe. Natürlich vertraue ich dir. Wie könnte ich das nicht? Du hast das alles erschaffen. Ohne den Traum ist da nichts. War da nie etwas? Wenn das träumende Wesen aufhört zu träumen, dann ist da nichts auf ewig. Wenn du also... Wenn wir eins sind, dann ist es mein Traum. Ich halte ihn am Leben. Und danach? Wenn ich nicht mehr bin? Was ist dann? Okay. Okay. Na schön. Wir müssen das Ende des Universums verhindern. Also lass uns anfangen. Ich bin bereit. Alles in Ordnung, Zoe? Es sah eben kurz so aus, als... Es sah aus, als bestündest du aus Licht. Du warst unglaublich schön. Alles okay. Mir ist schwindelig. Ich muss jetzt zurück. Aufwachen. Richtig. Mich der Welt stellen, der... Das sind Dinge, die... Ich habe Dinge in Ordnung zu bringen. Ich darf nicht länger schlafen. Okay, kann ich mitkommen? Nein, Krähe, das kannst du nicht. Du lässt mich also hier? Dir passiert schon nichts. Vielen Dank für alles. Ich glaube nicht, dass ich zurückkommen werde. Aber dir passiert schon nichts. Versprochen. Na, das ist ja toll. Mir selbst überlassen. Mitten in den Grenzbergen. Von einer undurchschaubaren Frau mit besonderen Kräften. Schon wieder. Wenn ich nicht so sauer wäre, wäre ich wirklich übelst deprimiert. Tja, ich bin so dran gewöhnt, den Sidekick zu geben. Ich glaube gar nicht, dass ich etwas anderes kann. Aber wessen Sidekick soll ich dann jetzt... Nee, vergiss es, Dicker. Ich fliege zurück nach Süden und suche diesen Kien. Dessen Sidekick will ich sein. Der sieht aus wie einer, der Vögel zu schätzen weiß. Krähe ist einfach cool. Meinst du, ich hätte ihr alles erzählen sollen? Alles, was ich gesehen habe? Vielleicht hätte ich das. Vielleicht war es falsch, es nicht zu tun, aber es gibt nur das Hier, das Jetzt, nichts weiter. Ich bin blind. Ich glaube, ich werde mich setzen, ruhen, schlafen, träumen von meinen Töchtern, die schon lange fort sind, und hoffen, dass die Zukunft immer noch da sein wird, für alle, wenn ich mich in Staub auflöse. Irgendwie voll traurig. Thank you.
wir doch angefangen. Okay. Okay, mal sehen, was uns erwartet. Ich bin gerade ein bisschen überrascht. Hört man nicht? Nein, gar nicht. So, mal schauen, was jetzt passiert. Also.